So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es mal ein bisschen nostalgisch. Und zwar habe ich bei meinen Eltern ein bisschen im Keller rumgewühlt und habe etwas gefunden. René hat noch keine Ahnung, worum es geht. Mhm. Ich habe einfach gesagt, wir machen mal spontan ein Video. Und zwar, der wird nicht mehr gut sein. Wir reden hier von Sachen, die stehen wirklich ungelogen. Ich bin 86 geboren, ich war damals 13, 14. Das heißt, wir reden von ungefähr 99, über 20 Jahre. Krass. So lange steht das circa. So, und zwar, hier kommt es. Der erste Verbrennungsmotor, den ich rumgeschraubt habe. Ich war damals wirklich 13 Jahre alt. So, da habe ich angefangen mit einem Kyosho 1:10 Verbrenner. Das waren noch Zeiten, da habe ich das wirklich mehr oder weniger alleine gemacht. Also bin wirklich alleine in dem Alter auf die Idee gekommen, ich würde gerne mit so einem ferngesteuerten Auto fahren. Wir hatten ein, zwei Jungs im Dorfe, die hatten auch so ein Auto, allerdings haben die das ein bisschen entspannter betrieben. Und ich war damals in dem Alter schon hinterher und habe an den Kisten gut rumgeschraubt. Damals gab es auch schon richtige Rennveranstaltungen. Okay. Das waren die Zeiten noch, da hat man sonntags auf dem Realparkplatz schnell eine Tribüne aufgebaut. Dann hat man Abflussrohre in der Mitte durchgesägt, von unten Klettband rein und ein halbes Holzrohr und hat sich dann aus den Abflussrohren eine Strecke gebaut. Krass. So, und jetzt kommt dieser Tisch. Wotzny wird sich jetzt totlachen. Liebe Grüße, Tom geht raus. Wir haben uns hier mal getroffen zum Schweißen und ich sage, ey Tom, ich habe den Schweißtisch mitgebracht. Und dann habe ich diesen Tisch hingestellt. Er hat sich einfach bepisst. So, dieser Klapptisch ist tatsächlich der Tisch, den der kleine Philipp damals mit 13 mit Mutti zusammen auf den Realparkplatz genommen hat und da sein Auto draufgestellt hat. Ne? Ja, ganz professionell, damals schnell ein paar Löcher reingebohrt, da habe ich das Werkzeug reingesteckt. Und jetzt kommt das hier, was hier eingezeichnet ist, war damals mein Vermessungsstand. Das ist kein Spaß. Hier. Da habe ich damals dann geguckt mit Spur und Sturz und so weiter. War wirklich krass. So, ich bin jemand, der schmeißt eigentlich nichts weg. Deswegen hat man das alles noch. So, jetzt zu diesem Kyosho 1:10 Modell. Der eine oder andere Experte wird direkt sehen, was hier so alles verbaut war. Ich habe es wirklich 20 Jahre lang nicht in der Hand gehabt. Das Krasse war damals, vielleicht kommt auch da so ein bisschen mein Tuning-Wahn her. Da gab es damals aus dem Katalog, Internet gab es ja noch nicht, wirklich alle Teile zu kaufen. So, ich weiß noch, damals gab es einen Kyosho-Tuner. Ich glaube, Thomas Thiele hieß der damals. Der kam damals aus der Wedemark. Da musste ich mit Mutti immer hinfahren. Und er war ein Privathaus und der hatte im Privathaus seinen Shop. Das heißt, da kam es wirklich so rein und überall an der Wand hingen so diese ganzen kleinen Verpackungen, wo da die ganzen Sachen drin waren. Ne? So, und damals gab es wirklich für dieses 1:10 Modell alles. Also wirklich alles. Egal, ob wir über verschiedene Stoßdämpfer, verschiedene Federn, Carbonteile, ihr seht selbst hier schon, dass hier einiges in Carbon dran ist. Differenziale, hier Zweigang über Fliehkraft, das heißt ab einer gewissen Drehzahl geht der zweite Gang rein. Die gab es natürlich in verschiedensten Übersetzungen. Dann hier Scheibenbremse, ist klar, ne? Ja, dann gibt es jede Menge Alu-Parts, vorne, hinten, so die typischen Teile, die im Crashfall immer kaputt gegangen sind. Ja, und so hat man sich so ein Ding einmal durchgepimpt. Ich weiß noch, bei mir war immer das Problem damals, da ich dann alleine sonntags mit 13 auf dem Rheinparkplatz war, hatte ich natürlich keinen Strom zur Verfügung. Deswegen hatte ich bis zum Schluss noch einen, Alter, keinen E-Starter dran, weil es gab auch so Dinger, die konntest du einfach von unten am Schwungrad hier starten. Okay. Das heißt, einfach drauf gedrückt, fertig. Ich weiß noch, damals war Maß der Dinge, waren damals 1:5er. Das waren dann wirklich schon die so groß waren. Ne? Ich bin noch nie mit so einem Ding gefahren. Noch nie? Noch nie. Ja, mein Ziel ist es wirklich, auch wenn es mal wieder kompletter Quatsch ist, irgendwie würde ich das Ding gerne zum Laufen bringen. Ich hoffe, dass es hier überhaupt noch Ersatzteile für gibt. Keine Ahnung, ob sowas mittlerweile nur noch als Elektro gibt. Wird unter euch bestimmt jede Menge Experten geben. Die Dinger waren aber schnell. Und das, was in meinem Kopf vorschwebt, was damals schnell hieß, bin ich mal gespannt, ob die wirklich so schnell waren. Weil ich werde hammerhart hier einen Draggy draufpacken und dann gucken wir mal, wie schnell das Ding fährt. Weil ich habe damals immer erzählt, so ein Ding fährt 0-100 unter 3 Sekunden. Okay. So, ne? Erstmal kurz zur Technik. Fliehkraftkupplung hier drunter. Das gucken wir uns gleich alles mal an, weil ich vermute, damit der läuft, müssen wir das Ding eh einmal zerlegen. Wir fangen beim Motor an. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wie viel Kubik das Ding hat. Das war irgendwas unter 5 Kubik. Dreht aber brutal hoch. Das heißt, so ein Ding hat ungefähr so 30.000 Umdrehungen gedreht.
Zweitakter, allerdings betrieben auf einer Mischung aus Methanol und Nitromethan. So, allerdings keine Zündanlage, sondern man hat lediglich zum Starten hier so einen Glühstecker gehabt. Das heißt, hier ist eine Glühkerze drin, da hat man das Ding draufgesteckt. Dann hat die angefangen zu glühen, innen drin. Und dann hast du ihn einfach angerissen und dann war das so ein bisschen wie ein Diesel. Das heißt, in dem Fall dann Selbstzünder und der hat immer weiter gezündet, unkontrolliert. Deswegen waren die Dinge auch nicht sonderlich standfest. Ne? Unvorstellbar. So, ja, das Ganze wurde komplett einfach nur, hier hat man halt dementsprechend ein Servo zum Gas geben. Gas geben geht hier drin, der Vergaser auf, gegen die Bremse. Hat man hier eine Feder, das hat er nicht komplett zerquetscht. Dann hat er gebremst. Mal gucken, bremst sogar noch. Bremst dann in dem Moment logischerweise auf allen vier Rädern, weil ist Allrad. So, und dann geht halt von hier die Kraft einmal über den Riemen bis hier vorne und einmal nach hinten. So, damals schon war alles einstellbar. Das heißt, über verschiedene Anlenkpunkte, wo man den Stoßdämpfer dran machen konnte. Man konnte Sturz verstellen, Nachlauf verstellen, Spur verstellen. Hatte ich natürlich damals überall absolut gar keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass das Ding ständig im Arsch war und ich ständig im Keller saß und das Ding zerlegt habe und wieder zusammengebaut habe, weil die waren wirklich wartungsintensiv. So, genau, also ganz, ganz, ganz simpler Motor, einfach nur ein Kolbploll drin. Zieht sich durch das Kurbelgehäuse einfach nur das Gemisch, welches dann selbstzündungsmäßig, glaube ich, korrigiert mich, wenn es falsch ist, da drin einfach entzündet wird. Und natürlich ist das Ganze ein Zweitakter, wie man auch an der Birne hier hinten sieht. Hier sehe ich auf jeden Fall schon das erste Teil, was fehlt. Von hier muss ein Schlauch in den Spritkanister, also in den Tank. Oh, das ist auch schon alles in die Jahre gekommen. Weil der braucht einen Überdruck, um den Sprit von hier in den Vergaser zu kriegen. Das heißt, der drückt den Behälter unter Druck und dann drückt sich der Sprit hier rein. Dann gab es natürlich verschiedene Auspufflängen, also verschiedene Resonanzdrehzahlen und. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe so ein Ding noch nicht mal laufen hören sehen. Doch, so ein typisches Geräusch kennt man schon. So, dann halt damals die typischen Fernbedienungen gehabt, Gas geben, Bremse und halt links, rechts. Ne? Okay. Kann man sich immer so schwer, Graupner. Das war so damals die deutsche Marke. So, aber ich würde sagen, als allererstes, weil ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir das Ding vielleicht sogar anreißen, aber ich kriege den Starter nicht ein Millimeter bewegt. Okay, das heißt, es ist fest. Ja, das heißt, ich vermute, der Motor ist fest. Gucken wir mal, wir drehen mal die. Mal gucken, die geht immerhin noch raus. So. Hier hat man. Das ist die eigentliche Kerze, hier ist ein Akku drin. Und damit bringt man die dann zum Glühen und dann ist ja so eine kleine Spule. Auf jeden Fall fängt es da drin an zu glühen. Dann. Eigentlich. Jetzt natürlich leer und so weiter. Dann gab es verschiedene Reifenmischungen. Es gab hier so Moosgummireifen. Schmaler, breiter. Und so hat man sich da durchgemogelt. Ne? Mit Zentralverschluss hier damals schon. Ne? Weißt du Bescheid. So, und dann wurde da wirklich richtig Rennen gefahren. Dann wurde da richtig gefahren. So, hier hatte ich immer 1 Million Ersatzteile mit. So, hier. Ah, damals schon der Reservemotor dabei gehabt. Guck, da gab es sogar für manche, weiß ich noch, gab es sogar noch so ein luftgekühltes Gebläse, was man da draufsetzen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wo das saß. Ich glaube, das saß dann hier so irgendwie. Und wenn man da so ein Gebläse drauf friemeln, dann hat der zusätzlich noch ein bisschen, weil der ist jetzt gerade nur luftgekühlt. Das heißt, der ganze Motor wird nur gekühlt über diesen. Ich weiß damals noch, oh hier, der hat ein paar Überschläge hinter sich. okay, ist auch fest. Ich weiß damals noch, hatte ich immer Ärger mit einem Motor. Und irgendwann habe ich mir dann einfach einen neuen gekauft. War natürlich für mich damals alles schweineviel Geld, weil ich habe mir das so mit Zeitungsaustragen damals verdient. Irgendwann einen neuen Motor gekauft und dann, guck mal hier noch die alten Kiosche, ne? Dann fuhr das Ding auch vernünftig. Genau, hier, damals schon Zahnfraß.
kam natürlich auch manchmal vor, wenn der Motor, den muss man justieren. Also der hat hier theoretisch Langlöcher. Und wenn es dann während der Fahrt mal vorkam, dass der Motor sich ein bisschen weggedrückt hat und die Zahnflanken nicht mehr komplett ineinander liefen, sondern nur auf den Spitzen, dann sah es auch mal schnell so aus. So, und selbst damals hat schon so ein Zahnradpaar, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, 30 D-Mark gekostet. Okay. So zwei Stück. Das war schon kostenintensiv. Ja, hier, guck. Stoßdämpfer. Riemen. Achsschenkel, weil das waren die typischen Sachen, die immer kaputt gehen, wenn du irgendwo reinballerst, ne? Mhm. Wie schnell ist so ein Ding damals gefahren? Ja, diese, guck, verschiedene Übersetzungen am Start gehabt. 100, 110, 120. Aber wirklich richtig schnell. Also die Dinger waren schon, ich suche, ob ich vielleicht irgendwas habe, wo man genaues Datum dran erkennen könnte. Ich noch mal einen Kopf gehabt. Die waren schon richtig, richtig schnell. Guck, hier haben wir ein paar Kerzen, Ersatzteile. Naja, so fing alles an. Und ich glaube, sowas muss man auch einfach mal durchgemacht haben, damit man wirklich so einen Schrauberwahn kriegt. So. Also, ich würde sagen, wir zerlegen das Ding mal. So, das Ding ist eh gerissen. Man muss eh ein neues rein. Krass ist, dass das überhaupt mit so einem Silikonverbinder im Auspuff funktioniert hat. Also man denkt ja schon, dass das Ding so heiß wird, dass das niemals geht, aber durch das Methanol hat er so kalt verbrannt, dass es kein Problem war. Und selbst hier sieht man schon an der Länge, das war quasi schon in Anführungsstrichen Abstimmungssache. Ne? Kürzer für höhere Drehzahl und länger für Drehmoment unten raus. So, ja, das war schon eine Wissenschaft für sich damals immer. Jetzt hoffe ich, dass wir so kleines Werkzeug haben. Boah, das habe ich doch bestimmt alles hier. Eigentlich muss ich doch alles, was man braucht, hier dabei gehabt haben. Das Erste, was ich nachher mache, ist, ich reiß mal. Ach, guck, siehst du vielleicht doch. Mal gucken, ob man so einen Motor noch irgendwo herkriegt. Weil ich glaube nicht, dass wir den noch mal gerettet kriegen. Muss jetzt zu Subi schicken. Upgrade. Nee, er muss alleine deswegen einmal komplett zerlegt werden, weil ihr seht ja, wie das Ding aussieht. Da ist natürlich alles mittlerweile speckig etc. Deswegen müssen wir das natürlich alles erstmal einmal reinigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas heutzutage als Benziner gar nicht mehr gibt. Sondern dass es nur als Elektro gibt. Weil jetzt muss man dazu sagen, die Elektroautos mit der Elektrotechnik waren schon schneller. Okay. Weil dieses gleichmäßige Drehmoment, was aus diesen Brushless-Motoren rauskommt, ist einfach krass. Das ist wirklich so pfeilschnell und weg. Mhm. Es ist allerdings so, nach einer kurzen Zeit muss Akku tauschen. Hier war es theoretisch so. Deswegen hier das Ding dran. Das geht durch die Verkleidung. Und dann konntest du von außen ziehen, durchs Fenster durch und weiter geht's. Also du hast den Motor auch nicht mal ausgemacht. Du hast ihn einfach laufen lassen. Das okay. Heißt, da bist du teilweise wirklich ein, zwei Stunden am Stück einfach nur gefahren. Ne? Das war noch Zeiten. So, pass auf, das und das ist ab. Mal behaupten. Jetzt müssen wir nur noch hier unten die Dinger da abfriemeln. Hier, guck, hier sieht man unseren Allradantrieb in der Mitte langlaufen. So, und jetzt haben wir hier einmal, wie war denn das? Eine Plastik. Ist das hier so ein Montageständer? Oder? Ja, ja. hier haben wir einmal eine Platte mit Muttis. Das heißt, entweder drehen wir die ab oder wir drehen einfach nur diese ab. Das ist eigentlich Montageständer. Ah, ich sehe mich schon Kiyosho 1:10 eingeben.
Und los geht's. Das war mal der schnellste Motorausbau aller Zeiten, ne? So, A. Hm. GS11R. So, hier sieht man schon mal das erste, was gleich auseinanderfällt. Okay. Das darf schon mal so nicht sein eigentlich. Hier sind die zwei Gänge und dahinter ist eine Fliehkraftkupplung. Das heißt, das ist ganz simpel aufgebaut. Je stärker die Feder ist, beziehungsweise je schwerer die Gewichte sind, Drehzahl, das dreht mit. Und durch die Fliehkraft geht es immer weiter nach außen. Härtere Feder, gleich höhere Drehzahl notwendig. Und dann schleifen sich diese Backen hier von innen in der Glocke ein. Und dann fährt das Auto langsam los. Okay. Dann sind logischerweise beide Gänge voll drin. Und dann haben wir hier drunter, das gucken wir uns gleich nochmal an, hier drunter haben wir dann nochmal eine Fliehkraftkupplung. Wobei, eigentlich können wir es euch gleich zeigen. Hier drin haben wir dann nochmal eine Fliehkraftkupplung, wann der zweite Gang einschaltet. Mhm. Das heißt, das hier ist der erste Gang. Der ist als erstes drin. Der hat einen Freilauf. Das heißt, der ist immer, ihr seht da, der ist lose. Dieser ist quasi permanent. Und ab Drehzahl X kommt hier eine Klaue raus, wie beim Dockgetriebe, und greift hier rein. Hört man auch richtig cool beim Fahren, weil du hörst wirklich richtig, erste Gang, zweite Gang. Fand ich immer geil. Ist ja auch Tuning, normalerweise Eingang. Musstest du damals umbauen auf Zweigang. So, jetzt hat man hier dieses kleine Loch und darüber greifst du irgendwo in eine Feder und dann kannst du das Ganze weiter vorspannen. Hier, da. Kannst du weiter vorspannen und je weiter es vorgespannt ist, je später schaltet es. Das heißt, du konntest sogar den Zeitpunkt, wo er schaltet, einstellen. Ist irre, wenn man sich das so als Kind damals halt einfach so, also ich sag mal, da hat man so viel dran gelernt an so einem Ding. Das ist schon einfach cool gewesen. So, okay, so viel dazu. Jetzt geht's weiter mit dem Motor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das alles so speckig ist. Das muss wohl ein bisschen länger gelegen haben. Okay, der ist lose. Das heißt, es ist definitiv der Motor fest. Aber man sieht hier schon. Guck, hier können wir wieder Gang machen. Da ist ein Kugellager hinter. Dieses Kugellager wird vom Gemisch, was hier durchgeht, geschmiert. Ja, und hier war natürlich nichts mit Schmieren die letzten Jahre. Deswegen ist das alles rostig jetzt. So, jetzt haben wir mal einen Krümmer ab hier. Ich freue mich schon drauf, wenn wir mit dem Ding hier. Erstmal gibt es bald die Carbon-Korosse. Ich überlege gerade, was das für ein Auto war. Ich glaube, das ist so ein McLaren, oder? Wenn ich hier die Seitenkontur so sehe, ich glaube, das war damals so ein McLaren-Auto. Hier professionell damals mit Edding angemalt. Oh. So, Schraube Nummer 2. Na ja, schade, ich dachte echt, ich könnte dir zeigen, wie sich so ein Ding anhört. Aber das wird heute definitiv nichts. Weil wie ihr an meinen Fingern schon seht, schreit das hier einmal nach Ultraschallbad einfach nur alles. Am besten das ganze Auto reinschmeißen. Zack. So. Hier sieht man jetzt schon ein bisschen, da ist der Kolben gerade oben. Das ist der Auslasskanal. Kriege ich es gedreht? Ne, das ist nur der Freilauf. Noch gar nicht die Kurbelwelle. Kurbelwelle. Hier sieht man es. Kannst du da reinfüllen? Jetzt ist Kanal offen. Jetzt kommt der Kolben und macht zu. Mhm. So, also er dreht schon mal, springt gleich an hier. Wenn man jetzt noch wüsste, was das für Schrauben sind, aber das werden auch Imbus gewesen sein.
würde gerne den Kopf oben einmal wieder nehmen. Okay, eine Nummer größer. Ich sehe uns schon alle ein ferngeschautes Autorennen. Aber ich sag dir, wenn du das Ding das erste Mal hörst und selber mitfährst, so ein bisschen Gaststöße gibst und so, wird das dein Leben nochmal. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Die sind schon laut. Also es ist nicht so, dass das Ding. Also ist so ein bisschen, hört sich so ein bisschen an wie so ein Roller. Mhm. Aber schon nicht schlecht. Und ich weiß noch, ich habe damals immer von geträumt, die nächstgrößeren Motoren, das war dann glaube ich ein GS15, der hatte dann gleich doppelt so viel Leistung. Okay. Ich meine, so einer hatte hier so 1,5 PS glaube ich ungefähr, und der GS15 hatte glaube ich 3,5 oder so. Das ist nicht wenig für so ein kleines Teil. Ja, das ist dann richtig, das ist richtig Rambazamba hinter. So, Kopf, und da haben wir Kolben. Alter, sogar ein gebuchster Zylinder. Bist du verrückt? Guck mal, der drückt hier gleich den Zylinder aus. Da, jetzt ist er oben. Riecht noch so richtig. So, und jetzt. Die kann man so ein bisschen erkennen. Das fand ich als Kind damals schon immer krass. Der dreht so hoch, dass er gar keinen Kolbenring hat. Also diese Passung von Kolben hier drin ist so, ich sag jetzt mal, so gering, plus das Öl-Sprit-Gemisch, dass der trotzdem Kompression hat, ohne Ringe. Okay. Also haben wir jetzt ja schon ein paar Motoren zerlegt. Normalerweise mal Kolbenring zum Abdichten für den Kolben, wenn er nach oben geht, um die eigentliche Kompression aufzubauen. Der hier ist komplett ringlos. Ja, auch diesen Ölabstreifring und so, ne? Genau. Ölabstreifring ist eigentlich der Viertakter. Beim Zweitakter gibt es eh keine Abstreifringe. Eigentlich, wir haben jetzt ja neulich bei David Motorentechnik gesehen, der hatte ja so einen Industrie-Zweitakter, da gibt es Abschleifringe. Aber das ist krass. Das ist krass. So, und hier hat man, das sind jetzt quasi hier auch die Kanäle. Wir haben hier Auslasskanal, also der Kolben macht quasi den Kanal auf und zu. Da strömt es dann in den Auspuff. Und hier haben wir den Einlasskanal, wo es dann quasi durch das Kurbelwellengehäuse auf den Kolben strömt. Und dann haben wir tatsächlich, guck mal, der hat sogar so einen großen Auslass. Der hat sogar links und rechts nochmal einen zusätzlichen Auslass, den er auch öffnet. Krass. So, gucken wir mal, ob wir das hier auch noch abkriegen. Einfach erstmal alles zerlegen. Aber ich glaube, bis der hier wieder läuft, wird eh noch ein bisschen sein. Weil die haben immer das Problem, wenn die hier im Kurbelwellengehäuse undicht werden, dann läuft so ein Zweitakter gleich eigentlich gar nicht mehr, weil der dann darüber Falschluft zieht. Der zieht dann Falschluft drüber. Also ein Zweitakter ist, was das angeht, deutlich empfindlicher als ein Viertakter. Mhm. Viertakter würde einfach ein bisschen Öl rauslaufen. Zweitakter macht gleich Bauchschmerzen. Aber ich kann definitiv sagen, dass mich diese Verbrennerzeit damals auf jeden Fall geprägt hat. Das muss ich einfach so sagen. Alter. Okay, jetzt sieht man auch, warum das Ding nicht läuft, weil hier ist halt überall so ein Grind drin. Jetzt seht ihr hier die Kurbelwelle mit Kolbenpleu. Das heißt, ja, kommt's runter. Süß, ne? Mhm. Aber das Ding dreht halt so schnell, dass da dann halt wieder die Leistung rauskommt. Ja, und so saß ich dann halt auch öfter mal als Junge auf dem Rallye-Parkplatz und mal schnell einen Kolben gezogen, ne? Bin mal gespannt, wie viele von euch das damals auch gemacht haben. Aber witzig ist, man sieht selbst jetzt noch das ganze Öl, ne? Dieses Zweitaktöl, das klebt halt einfach bis heute.
So, und dieser Kolben läuft hier drin und macht auf hier der Seite den Auslass auf und zu. Das heißt, Kolben ist oben, geht runter, macht den Auslass auf und das gleiche macht er hier mit dem Einlass. So. Genau. Krass. Wobei ich sehe gerade, nee, die seitlichen hier, die seitlichen sind auch Einlässe. Das sind auch Überströmkanäle. Sieht man nämlich hier drin, dass die auch mit dem Kurbelwellengehäuse verbunden sind. Krass, krass, krass. Jetzt gucke ich mal, ob ich die... Ist ja geil, dass man aber hier noch alles lösen kann. Ich hätte gedacht, das ist jetzt alles fest hier. Gut ist aber auf jeden Fall, selbst bei sowas, einfach sich gar nichts angucken, ne? Einfach alles auseinanderreißen. Jetzt nehmen wir nochmal einmal die Schwungscheibe hier ab. Zack. Und das ist halt, hier sieht man halt, da sind richtige Kugellager drin für die Kurbelwelle. Beim aktuellen Viertaktmotor ist es ja immer so, das sind Gleitlager, hier haben wir richtigen Kugellager. Und dieses Kugellager macht es auch überhaupt erst möglich, dass das Ding so hoch dreht. So, jetzt gucke ich gerade mal. Jetzt können wir hier noch den Vergaser rausnehmen. Dann haben wir das Ding auch gleich in Einzelteile. Ich bin so, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gerade gespannt bin, ob es hierfür noch Teile zu kaufen gibt. Ob ich da jetzt wirklich so Kyosho Kolbenploy eingebe und dann einen so, und hier saugt er nämlich dann wirklich bei einer gewissen Drehzahl öffnet sich hier drin die Kurbelwelle. Da, zack. Und dann strömt es wirklich durch die Kurbelwelle unten in den Kurbeltrieb hier rein. So, jetzt könnte es ein bisschen wehtun, weil die Welle muss so rum raus. Aber das wird da jetzt natürlich so fest drin sein. Na, doch, kommt. Bin begeistert, dass das alles so noch sich zerlegen lässt. Tisch ist zu tief. Krieg Rücken, normalerweise schraube ich immer auf den Boden. Guck, da kommt sie, die Welle. Der kommt! Kennt ihr das, wenn man lieber sich selber wehtut, als dass man hier irgendwas kaputt macht? Ich habe Angst, da falsch zu schlagen. Aber das ist so fest, das Biest, durch die Jahre. So, das war sie. Ameise. Süß, ne? Mhm. Hier sitzt Kolbenploy drauf. Boah, meine Finger sehen aber auch aus, ne? Zack. Das ist es schon alles. Das war der Spuk. Ein Lager ist mit rausgekommen. Eins ist drin geblieben. Und so sieht das ja dann aus. Jetzt können wir von hier aus das Lager auch noch ausschlagen. Und dann war es das auch schon.
Ja, ich würde sagen, das war's für Teil 1. Ich gucke jetzt mal, was ich alles einmal ins Ultraschallbad schmeiße, dass das Ganze wieder ein bisschen sauberer wird. Und dann würde ich sagen, versuchen wir auf jeden Fall eine Runde damit zu fahren. Ne? Wenn du noch Teile kriegst. Ja, ja, also zur Not kriegen wir das ja aufgearbeitet. Also der Kolben und so ist jetzt noch nicht... Also das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Der hat keine Riefen. Ich glaube schon, dass man das wieder hinbekommt. Das glaube ich schon. Zur Not muss Subi halt mal kurz hier die 14 mm nochmal durchholen. Nee, das wird schon. Das wird schon gehen. Ja, ich würde sagen, so viel zu meiner Vergangenheit. 20 Jahre ist es her. Ne, über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Sprit müssen wir auf jeden Fall neuen besorgen. Ich befürchte, der hat es hinter sich. Natürlich alles, was Batterien ist, muss hier neu rein. Das werden wir auch alles zerlegen und sauber machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil, wo wir das Ding anreißen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ein bisschen Technik aus meiner Jugend. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.